Guten Abend. Man hat den Eindruck, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass im Moment wir in einer Zeit leben, wo man denkt, mein Gott, nochmal, unser schöner Erdball, da müsste mal feucht durchgewischt werden. Es ist ja sagenhaft und da passieren auch. Und ich habe gedacht, dass wir alles schon, was haben wir alles? Nicht heute Internet, diese eingebettete Realität. Und trotzdem passieren noch diese Sachen, wo man dachte, die sind alle schon damals im 12. Jahrhundert, da waren Sie noch, ich habe das ja alles. Und was da alles für, hier zum Beispiel junge Leute laufen da, das darf man ja gar nicht, hier im abdominalen Fettbereich, Sprenggürtel. Und das mit religiösem Hintergrund, ich habe noch mit einem guten Freund, wirklich sehr guten Freund, hier, wie heißt er, Gott, habe ich noch, bitte, das ist wirklich ein ernsthaftes, habe ich darüber gesprochen, er sagte, was, das ist doch nicht möglich, ich bin doch für alle da, der Frieden, und bei mir in den Satzungen, da steht nichts von Gürteln. Also auf jeden Fall, es ist wahnsinnig. Und deswegen kann man natürlich verstehen, dass viele Menschen dann auch bei den vielen Nachrichten, die ja auf uns ein... Ich weiß ja manchmal gar nicht, ob die dazu passenden Ereignisse überhaupt schon, das ist ja so schnell. Auf jeden Fall, dass sich viele dann sagen, also ich darf mich vom Arzt aus auch nicht so. Ich betrachte die Natur, da weiß ich wenigstens, ja, Millionen gibt es das und da... Die Evolution ist ja, weil sie eben so. Und da schaut man natürlich lieber auf den hier, das Zuchtschwein oder die Vögel. Und, oder hier jetzt zum Beispiel ganz aktuell, nicht nur in der Schweiz, auch teilweise gibt es ja seit, für Autofahrer vielleicht ganz interessant, jetzt seit einer Woche wieder Krötenwanderung. Krötenwanderung ist weiblich. Weil die Kröte die ganze Arbeit, also das heißt, auch ein Problem, schrecklich, das ist auch nicht so ohne alles, denn wir Menschen haben ja das doch immer noch nicht gelöst, muss man sich mal vorstellen, dass die Frau macht die gleiche Arbeit wie der Mann und bekommt hinterher weniger, zack, kein Mensch weiß. Und bei der Kröte ist das Gott sei Dank eindeutig geregelt, die Kröte wacht morgens auf, dann kommen die Gene und, oder wie heißt die kleinen Gnome, und sagen ihr, so, zack, jetzt aber schnell Fluglinie zur Befruchtung. Egal, ob Autobahn dazwischen und so weiter, da. Das ist viel Schwund ist immer dabei. Und die, dann das Männchen, nichts, da muss das Weibchen auch noch, das Weibchen nimmt das Männchen auf den Rücken. Und der Kröterich, mehr rechts. Es ist unglaublich, was da abgeht. Nicht? Und deswegen ist bei der Kröte das ganz klar geregelt. Die Frau macht alles und bekommt dann auch gar nichts. Also auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich bekomme schon ein Zeichen. Ich spüre es förmlich innerlich, obwohl innerlich bei mir läuft ja auch. Deshalb noch mal zwei mit auf den Weg für, wenn Sie nachher zwei Dinge, Sie wissen es schon, morgen 16 Uhr ist ja überall weltweit, wird ja für 4 Monate, das wird wahrscheinlich nicht einfach sein, das ganze Netz geschlossen. Ja? Aber machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie Fragen haben. Ich habe schon voriges Wochenende, habe ich mir das gesamte Internet ausgedruckt. Ja, da lachen Sie, es war mächtig Arbeit. Und falls Sie Fragen haben, ich faxe Ihnen das zu. Und ansonsten noch die zweite Sache, die Sie ja wahrscheinlich auch wissen. Ab kommenden Donnerstag, das habe ich nicht ganz verstanden, die Meldung hier, wird wieder die Zeit umgestellt auf D-Mark. Nee, Quatsch. Also auf jeden Fall, können Sie akustisch einfach stornieren. Ich habe... Noch hier ein kleines, falls Sie mal gegen die Unbill des Lebens nicht so
Man muss ja immer doch etwas haben. Habe ich hier ganz frisch, es ist noch Stallgeruch, ja, wegen des Titels, der Titel Kühe grasen nicht, sie sprechen mit der Erde. Und da gibt es, ich will jetzt hier, ich habe auch keine Zeit mehr, da stehen zum Beispiel Sachen wie, wo kein Weg, da sollte wenigstens ein Wille sein. Guten Abend. Piet Klopfeld ist hier.